Ah, guten Morgen. Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty hier auf der Oxbow Map. Ah, sehr schön. Wir haben ganz viele Aufgaben. Ich würde gerne in Klonika anfangen. Denn ich glaube, in Klonika gibt es Schweine. Müssen wir mal gucken. Da haben wir noch einen Punkt zu verteilen. Haben wir gemacht. Red Boy war sehr, sehr fleißig. Die brauchen wir auch nicht. Die nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Das kann auch weg. Die nehmen wir mit, die können verkauft werden. So. Der Red Boy jetzt alles dabei. Vielleicht nehmen wir tatsächlich die Kupferaxt mit. Unter anderem auch zur Verteidigung. So. Ja, Klonika ist in die Richtung. Jetzt hat der Red Boy endlich mal was ohne euch gemacht. Kann er nämlich. Ich habe die Mine da hinten leer gemacht. Also ich da so in die Richtung ist das. Und habe diese Messer hier angefertigt. Kupfermesser. Hab noch ein paar Werkzeuge hergestellt für unsere Leute. Joa. Hast du keinen Dünger mehr? Anscheinend nicht. Oder ist der hier drin? Nö. Gut. Schweine. Klonika. Ja. Aufgaben. Nach wie vor gefallen mir diese Aufgaben hier so mega gut. Es macht halt auch Sinn, warum wir die Sachen machen. Die sind mega lustig. Es ist schon cool. Das ist unser Ziel für heute. Ich hoffe, wir müssen heute nicht Tauben jagen. Das ging mir doch schon so ein bisschen doll auf den Sack. Aber zumindest ein paar Sachen erledigen, die eventuell auch Spaß machen. Das hätte schon was. So, heute, weil ihr mich ja drauf aufmerksam gemacht habt, werden wir, falls wir von Wölfen... Meine Güte, Red Boy kann heute nicht reden. Werden wir heute, wenn wir von Wölfen verfolgt werden, die Wölfe einfach boxen. Wir probieren es aus. Ich renne jetzt nicht auf Teufel komm raus auf so einen Wolf drauf zu. Aber wenn einer vorbeikommt und uns anknabbern möchte, dann erledigen wir das. Muss dazu sagen, dass dadurch, dass ich ja nur auch ein paar Spiele gleichzeitig spiele und nicht nur für den Kanal, komme ich manchmal auch ein bisschen durcheinander mit den Tastenbelegungen. Weil es klingt nach einer Ausrede, ist aber tatsächlich so. So bist du das? Good day. Vorsicht vor den Waldbewohnern. Was beschäftigt dich, junger Mann? Ah, ich habe in letzter Zeit oft an dich gedacht. Sei gegrüßt, hä? Das wundert mich überhaupt nicht. Das höre ich ständig. Hast du? Warum? Was für eine freundliche Begrüßung. Und? Entspreche ich deiner Erwartung? Den nehmen wir. Oh ja, du könntest der Richtige sein. Ich meine, ich habe nicht mit solcher Bescheidenheit gerechnet. Besonders von jemandem, der so viel für unser Dorf getan hat. Was habe ich denn gemacht? Erweise mir die Ehre und stoße mit mir an. Du hast es verdient. Könnte ich nein sagen, das klingt komisch. In einem der Außenposten vor dem Dorf habe ich noch eine Flasche. Es ist nicht weit, komm. Gut, dann geh voran. Das klingt eigenartig. Und ich glaube, nein, eigentlich weiß ich sogar, dass wir noch nie eine Aufgabe hatten,
wo ein NPC sich eigenständig bewegt hat. Ich meine, er folgt hier jetzt nur einem Pfad, ist klar, ne? Aber trotzdem ist das mal was Neues. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich ausgeraubt werden. Oder es wird zumindest irgendjemand versuchen. Hi. Danke, dass du mir Gesellschaft leistest. Nimm diese Flasche Met. Akzeptiere diesen Trinkspruch von einem Freund aus Klonika. Auf deine Gesundheit und dein Wohlergehen. Ich fühle mich geschmeichelt. Auf deine trinken wir auch. Das wurde auch Zeit, ich bin völlig ausgetrocknet. Endlich mal richtige Dankbarkeit, meine Güte. Prost, junger Mann. Wir nehmen die Nummer 1. Nun, da das Eis gebrochen ist, wird es, glaube ich, Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Jarro Pelk. Aber manche nennen mich auch den Sohn der Wölfin. Das liegt daran, dass ich der Sohn der Anführerin unseres Dorfes bin. Okay. Meine Mutter gibt sich alle Mühe, mich auf eine Zukunft als Jäger und Dorfvorsteher vorzubereiten. Das Problem ist nur, dass ich mich weder wirklich als das eine noch das andere sehe. Ein kleiner Alvin. Je mehr sie versucht, mich zu kontrollieren, umso mehr Zweifel kommen mir und umso mehr Fehler sehe ich in allem, was ich tue. So wie Red Boy hier das vorliest, auch. Dieser Druck bringt mich dazu, diesen Ort für immer verlassen zu wollen. Du dagegen scheinst gut mit anderen Menschen auszukommen und du bist gut darin, ihre Probleme zu lösen. Welchen Rat würdest du einem Mann geben, der sich in einer solchen Zwickmühle befindet? Oh boy. Dein Erbe ist nichts, das du dir aussuchen kannst. Es bringt sowohl Privilegien als auch Pflichten mit sich. Nimm an, was du hast, anstatt dich mit dem zu beschäftigen, was du nicht hast. Deine Aufgabe mag sich anfühlen, als würdest du gegen eine unnachgiebige Steinmauer schlagen. Aber denke daran, dass du irgendwann den entscheidenden letzten Schlag landen wirst. Dann zerbröckelt diese Mauer. Lass dir Zeit, junger Mann. Die Bedürfnisse der Leute zu erfüllen ist, als würde man den Magen eines Schweins füllen wollen. Es ist eine endlose, immer weiter wachsende Aufgabe. Lerne, wann man Nein sagen muss, sonst wirst du am Ende selbst gefressen. Ich mag die Nummer 2. Danke, lass uns darauf trinken. Hat deine Familie eine lange Geschichte in dieser Gegend? Unsere Familie hat den Titel des Dorfvorstehers von Anfang an getragen. Das letzte Mal wurde er allerdings unter ungewöhnlichen Umständen verliehen. Meine Mutter, Slava, beanspruchte für sich, nachdem mein Vater, Vojmir, verschwunden war. Er war der beste Fährtenleser und Jäger, den dieses Land je gesehen hat. Ich wünschte, ich könnte ihn stolz machen. Er hat nie so gezögert wie ich. Und ich habe immer getan, was er wollte. Wenn ich ihn nur ein bisschen besser gekannt hätte. War er wirklich so ein guter Fährtenleser? Immerhin hat er sich im Wald verlaufen. Natürlich war er das. Versuch gar nicht erst etwas anderes zu behaupten. Niemand könnte einen solchen Schneesturm überleben. Meine Mutter sagt, es war der strengste Winter, an den sie sich erinnern kann. Dann lass uns auf sein Andenken und sein Vermächtnis anstoßen. Die Gelegenheit eines so würdigen Trinkspruchs zum Gedenken an meinen Vater kann ich mir nicht entgehen lassen. Aber, verdammt, die Flasche ist leer. Ich habe ja noch etwas Wein versteckt. Sei so gut und hol uns ein paar Flaschen, dann erweise uns die Ehre. Du hast einen einzigartigen Arbeitsplatz. Er ist wirklich gut ausgestattet. Ich schaue mich mal um. Ah, okay. Wir gehen auf Weinsuche. Oh Gott. Können wir den alles mitnehmen? Was passiert denn? Da sind noch 2 Flaschen. Wir können sie ja sehen. Da ist noch eine. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir ihm
wenn wir alles mitnehmen. Ei, 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 ei. Da sind noch zwei. In den Häusern ist da auch was drin. Nee. Das hätten wir aber, glaube ich, auch gesehen, oder? Haben wir jetzt den ganzen Wein anscheinend. Gut gemacht, das sollte reichen. Auf den besten Jäger, den dieses Land je hervorgebracht hat. Und auf seinen Sohn, der bald in seine Fußstapfen treten wird. Igitt, schmeckt schlechter, als ich in Erinnerung habe. Ist aus diesem Jahr. Und wahrscheinlich habe ich ihn nicht gut genug gefiltert. Was die Fußstapfen angeht, das wird nicht einfach. Ich habe es schon unzählige Male versucht. Ich habe seine Pfade wieder und wieder verfolgt. Ich habe seine Lieblingsorte besucht und dieselben kahlen Bäume und Felsen angestarrt. In der Hoffnung, dabei endlich irgendwas zu empfinden. Außer Kälte, Zittern und Leere wurde daraus nichts. Hast du am Ende aufgegeben? Ich rede mir ein, dass der Wald im Norden etwas für mich bereithält und dass ich einfach etwas verpasst haben könnte. Aber mein Vater ist schon so lange weg und die Spuren seiner Vergangenheit verblassen allmählich. Dieser Wahn hat mich davon abgehalten, auch nur daran zu denken, unser Dorf eines Tages anzuführen. Ich bin einfach nicht bereit dazu. Ich habe wirklich daran geglaubt, dass der Wald mich auf diese Rolle vorbereiten könnte. So, wie er meinen Vater abgehärtet hat. Selbst wenn ich dorthin zurückkehren würde, die Gegend ist noch viel gefährlicher geworden, als sie vorher schon war. Wilde Tiere sind nicht die einzigen Lebewesen, die sich in letzter Zeit im Wald aufhalten. Räuber und Schmuggler stören den Feinden und verscheuchen das Wild. Verflucht sollen sie sein! Volmir scheint ein wirklich interessanter Mensch gewesen zu sein. Erzähl mir mehr über seine Lieblingsorte. Diese Gesetzeslosen sind eine Plage für dieses Land. Wo hast du diese Schurken gesehen? Lieblingsorte. Das ist nichts, was dich interessieren würde, glaube ich. Es ist eher so eine Familiensache. Diese Orte bedeuten jemanden anderem nichts. Dann behalte deine Geheimnisse. Vielleicht erkunde ich den Wald alleine etwas. Nein, warte. Du kannst nicht. Ich meine, du kannst, aber ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht alleine gehen. Du kannst auf mich zählen. Das ist immerhin mein Wald. Oh Junge, darauf muss ich noch einen trinken. Warte, hast du das gehört? Das ist nur mein Magenknurren. Ich brauche etwas zu beißen, wenn wir diesen erbärmlichen Wein weiter trinken wollen. Hol uns etwas Holzfällerkäse, ja? Schürt es die Holzfäller nicht, wenn ich mich an ihrem Käse bediene? Sie mögen stark und zäh sein, doch besonders aufmerksam sind sie nicht. Wenn es nicht um ihre Arbeit geht, es wird niemandem auffallen. Sie haben ihn irgendwo in ihrem Lager. Schau dich um, muss lange dem Ruf der Natur folgen. Schon gut, aber schmeckt besser auch gut. Fein, aber wir lassen es nicht zur Gewohnheit werden, dass ich dir Dinge hole. Keine Überzeugungsarbeit nötig, Käse ist meine Religion. Das fühle ich. Zum einen, weil ich eine Ratte bin, zum zweiten, weil ich Käse einfach nur liebe. So, vielleicht sollten wir mal die Quest aktivieren. Da hinten sind die Holzfäller. Oh, wir sind betrunken. Also wir haben tatsächlich von dem Wein getrunken. Das finde ich cool. Das ist so ein Effekt. Das finde ich fantastisch. Dass das so realistisch ist. Wir nehmen auch hier den Käse mit. Oh, wir können hier anscheinend die Holzschalen mitnehmen. Dann nehmen wir die Holzschalen für unser Lager mit. Das brauchen wir ja sowieso. Alles andere ist
Diebstahl, richtig? Das wollen wir ja nicht. Die Kiste können wir auch mitnehmen. Da können wir nochmal Geld mitmachen. Ist das jetzt der ganze Käse? Das ist der ganze Käse. Sehr cool. Achso, wir brauchen sogar 5. Ah. Ich hätte vorhin die Quest aktivieren sollen. Dann hätten wir bestimmt auch gesehen, dass wir den ganzen Wein hätten einsammeln müssen. Also haben wir ja nun auch, aber dass das Teil der Aufgabe war. So, endlich. Ich fürchtete schon, ich müsste vor Hunger sterben. Gib mir diese Schönheit, ja? Hier, bitte, niemand hat etwas bemerkt. Nimm sie, ich bin nicht stolz darauf, sie geliehen zu haben. Ich glaube, sie haben mich bemerkt, aber niemand hat sich an meinem Herumschleichen gestört. Hier, bitte. Nummer 1. Sie schmecken so gut, wie sie aussehen. Lecker. Übrigens, mach dir keine Sorgen um unsere axtschwingenden Freunde. Sie haben mehr als genug davon. So viel, dass der Geruch sie nie ganz verlässt. Pfui. Pfui, verstehe ich nicht. Käse mag ich sehr, sehr gerne. Die Holzfäller tauschen in Piastovia Holz gegen Waren, aber vor allem anderen kaufen sie Käse. Ihre Schwäche dafür macht sie blind gegenüber den Preisen, die sie für ihre Lieferungen bekommen. Die Holzbirnen sind nicht so klug wie wir Holzfäller. Und wir sind immer wachsam, weißt du? Genug geredet. Öffnen wir noch eine Flasche und essen etwas. Auf unser Vorhaben. Du hast mich dazu gezählt. Vergiss das bloß nicht. Prost. Auf unser Vorhaben. Trink die Flasche aus. Auf unser Vorhaben. Gib vor, aus der Flasche zu trinken. Nö, wir saufen mit. Hohoho. Geil. Uck. Muss mich ausruhen. Formen Pferde finden. Wo ist mein Lager? Ich muss mich etwas hinlegen. Hilf mir mal. Du hattest genug, mein Freund. Ich bring dich besser nach Hause. Erjagen wir das Lager. Was? Komm, besoffen. Jagen. Don't tell me what to do. You're not my father. Jawohl. Geht's denn jetzt hin? Ah, das gefällt mir. Das ist immersiv. Das macht Spaß. Sag ja, die Quests hier bei der Oxbow-Map, die machen einfach mehr Spaß. Huch, ich kann nicht mehr gerade gehen. Ach, das ist super. Genau sowas hat in der Tilemap gefehlt. Es gab ja da die Alvin-Questline. Aber ich fand immer, davon hätte es mehr geben können. Das hat ja ewig gedauert. Warum hast du einen Umweg gemacht? Ich wäre allein viel schneller gewesen. Auf zu jammern, du bist in einem Stück nach Hause gekommen, das ist was zählt. Ich bin deinen Anweisungen gefolgt. Ehrlich gesagt bin ich einfach nur froh, dass du noch in einem Stück bist. Auf zu jammern. Nein, du jammerst. Ich habe mich selbst eskortiert den ganzen Weg. Du gehst jetzt. Ich will dich nicht an meinem Bett haben. Du bist keine flauschige Sau. Muss liegen, wir treffen bald. Geh direkt ins Bett und stell besser einen Eimer in die Nähe. Warte auf den nächsten Morgen, okay. Ist natürlich jetzt doof gelaufen. So können wir die andere Aufgabe gar nicht machen. Vielleicht laufen wir den Alkohol gerade mal ein bisschen ab und suchen dabei die Schweine. Vielleicht gibt es hier auch gar keine Schweine. Aber ich dachte eigentlich, dass es die hier gibt. Wir machen jetzt mal was für unsere Diplomatie. Und zwar, weil wir sowieso betrunken sind. Mal gucken, wie sich das auf unsere Romantik auswirkt. Es wäre jetzt wirklich sehr, sehr lustig, wenn uns das im romantischen Sinne besser macht. Oh
hier sind viele, viele Frauen. I'm an experienced traveler, but a shy one. I only travel when nobody's watching. Oh, das hat funktioniert. Ich lese auch gar nicht, was da steht. Ich drücke also wirklich nur durch. Oh, hier müssen wir aufpassen. Okay, das finde ich gut. Hallo. Ist das pervers? Die sitzen ja alle nebeneinander. Oh, oh, oh. I have a feeling. Oh. We are not in the valley anymore. Okay, das war's. Ich möchte keine Frau nehmen. Du bist neu. Ach, du bist zu jung. Aber wenn du neu bist, was kannst du denn? Nix. Wow. Wenn wir Fischer brauchen, dann müssen wir wohl hingehen. Okay. Oh, du gehörst auch dazu. Okay. Wie weit sind wir denn jetzt? Da müssen wir hin. Ja, noch ganz weit weg. Okay. Wir sind immer noch ein bisschen betrunken. Ich habe die Schweine noch nicht gefunden. Ich dachte, die waren hier. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst. Hier war ja das mit den Jägern. Dann verkaufen wir jetzt erstmal Ware. Da ist der Jäger. How are you? Zeig mir deine Ware. So. Die Säckchen weg. Die Kupfermesser bis auf eins weg. Du hast kein Geld mehr, okay. Can I interest you? Good luck. Wo sind's? Da hinten waren wir ja schon. Die sind hier nicht. Okay, vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht gibt es die Schweine hier gar nicht. Aber wir können mal gerade mal die andere Aufgabe noch holen. Vielleicht ist das auch eine Nachtaufgabe. Das wäre natürlich nicht so schlecht, weil wir jetzt den Tag damit verbracht haben, hier alles wegzusaufen. Beziehungsweise den Tag wegzusaufen. Hi. Ist alles in Ordnung? Sieht es so aus, ja? Verdammt! Das Alter ist kein Zuckerschlecken und mich hat es auch noch besonders früh erwischt. Da du schon hier bist, würdest du einem leidenden Mann helfen. Natürlich, ältere Menschen verdienen Respekt, vor allem verfahrene Handwerker. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, um dich wieder gesund zu machen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung, aber nur, wenn das, was du hast, nicht ansteckend ist. Wir nehmen die Nummer 1, viel Respekt. Mein Sohn, Razim, kümmert sich um mich. Er hat versprochen, mir Essen und Heilmittel zu bringen. Aber ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Er ist ein Jäger, musst du wissen. Er muss dieses Mal besonders hartnäckig wild ausgespürt haben. Meine Güte. Ich nehme an, du willst, dass ich nach ihm suche. Nicht nötig. Wenn er beschäftigt ist, sollen wir ihn nicht stören. Nimm diesen Geldbeutel bitte. Die Münzen sind sorgfältig abgezählt. Wer auch immer, der auf den Plantagen arbeitet, versorgt mich mit Nahrungsmitteln für meine besondere Kost. Und Miss Libora bereitet Heilmittel und Salben für mich zu. Es gibt keinen Grund, dich länger leiden zu lassen. Ich gehe sofort. Der Beutel wiegt einiges, da müssen wir wirklich gute Waren sein. Dein Sohn schuldet mir etwas. Es ist seine Pflicht, sich um dich zu kümmern. Genau. Das nehmen wir auf. Bist du Händler? Bist Händler. Du möchtest bitte ein Kupfermesser. Alle meine Kupferpfeile. Die zwei dummen Steinmesser. Haben wir hier noch irgendwas? Genau, dann verkaufen wir die tatsächlich doch. Haben wir jetzt alles verkauft, was wir verkaufen können? Haben wir. Und wir haben ganz gut Geld, aber ich habe das Gefühl, dass falls wir jetzt
Schweine finden sollten. Wenn dann gleich schon wieder arm sind. Da sind sie doch. Meine Güte, wusste ich so. Die sind... Hä? Waren die nicht immer teurer? Ich hatte jetzt mit 1000 Münzen pro Schwein gerechnet. Und eine Sau. Ihr könnt ja Ferkel machen. Verkaufst du? Nein. Tierfutter wäre jetzt noch nicht schlecht. Kräuter, Handwerk. Gibt's hier nicht. Ja gut. Hallo. Hallo, was bringt dich zu mir? Ich würde gerne das Essen für Milbo abholen. Er hat das Geld dafür abgezählt. Wie er es immer tut. Essen für Milbo? Was meinst du damit? Milbo hat mich um einen Gefallen gebeten. Er hat mir gesagt, dass sein Sohn normalerweise das Essen bei dir abholt. Veralber mich nicht, der alte Mann wird ohne sein besonderes Essen nicht lange durchhalten. Der alte Handwerker muss ich geirrt haben. Razzi ihm holt sein Essen wahrscheinlich anderswo ab. Wir nehmen mal Nummer 3. Ich habe nämlich, glaube ich, diese Aufgabe gemacht, als ich mit der Kira und dem Alex gespielt habe. Das ist nur leider in den verschollenen Folgen gelandet, glaube ich. Warte, hast du gerade Razzi gesagt? Du meinst sicher seine besondere Kost. Natürlich habe ich die. Sogar noch vergammelter als sonst. Hä? Warum vergammelt? Was hat es damit auf sich? Mein Lieber, reden wir von derselben Sache? Die besondere Kost ist der Name für einen Köder. Ich habe ihn für Razzim und seine Jagdfallen erfunden. Vergammeltes Fleisch, Fallobst, faule Eier und so weiter. Wie bitte? Er lässt das seinen alten Herrn essen? Igitt? Der Jäger glaubt wahrscheinlich, dass sein Vater so stark wie ein Wildschwein wird, wenn er ihm dasselbe Essen gibt wie den wilden Tieren. Sieht aus, als würde der Jäger gerne möglichst schnell das Haus und die Werkstatt seines alten Herrn übernehmen. Ich würde sagen, es gibt bessere Gifte als vergammelte Lebensmittel. Wir nehmen Nummer 1. Ich will mich in die privaten Angelegenheiten der Jäger nicht einmischen. Das würde nur ein Mann Probleme machen. Er ist Holzfäller. Ist es lieber, wenn sich die beiden Seiten nicht streiten. Nimmst du das hier jetzt oder nicht? Das macht 5 Münzen. Hier sind 5 Münzen aus dem Beutel. Ich nehme das Essen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich damit machen soll. Mach's gut. Jo. So, wo ist die andere Dame? Direkt gegenüber. Hey, aufwachen. Hallo, was bringt dich zu mir? Milobor hat mich geschickt, Heilmittel und Salbe für seine Gelenke bei dir abzuholen. Ich glaube, ich habe seinen Namen die ganze Zeit falsch ausgesprochen, aber ist auch egal. Ich wusste gar nicht, dass er krank ist. Warum glaubst du, ich hätte Heilmittel für ihn? Du musst mich geirrt haben. Ich dachte, dein Sohn würde sie bei dir kaufen, um seinen Vater zu behandeln. Ich hätte nicht gedacht, dass du nichts davon weißt. Oder die Tatsache, dass sein Sohn sie immer von dir bekommt. Das nehmen wir. Nummer 2. Warum hast du nicht gleich gesagt, dass es um Razzim geht? Ich verkaufe ihm Honig. Viel davon. Ich dachte, er braucht ihn, um daraus Alkohol zu machen. Honig hilft bei einer einfachen Erkältung, aber bei nicht viel anderem. Also hast du nie Heilmittel oder Salben gehabt? Der alte Milobor war sich ziemlich sicher, dass die Heilmittel und Salben von dir kamen. Das nehmen wir. Solche Dinge hatte ich nie im Angebot. Ich bin keine Kräuterkundlerin oder Heilerin. Warte. Er trägt den Honig auf die Haut seines Vaters auf? Der arme Handwerker wird sich andauernd von Insekten gestochen. Ich will gar nicht so genau wissen, was zwischen ihnen abläuft. Hier sind die Münzen. Das ist zu viel. Ich nehme nur ein paar Münzen aus dem Beutel. Was die Salbe angeht, könnte ich versuchen, etwas aus Bienenwachs herzustellen. Wünsche Milobor gute Besserung von mir und sage ihm, er soll den Honig dieses Mal vielleicht besser essen. Mach's gut. So, und der Razzim, der sitzt da hinten.
da wo wir gerade schon waren und gesoffen haben. Ich trinke gerade mal ekliges Flusswasser. Dann brauchen wir nämlich auch Honig, wir sind nämlich ziemlich krank. So, da sitzt er. Ich bin beschäftigt, was willst du? Dein Vater hat mich gebeten, Essen und Medizin für ihn zu kaufen. Ich habe sie bei mir, aber sie sind nicht von der besten Qualität. Ein älterer Mann hat mich gebeten, ein paar Vorräte für ihn zu besorgen, weil er keine Zeit dafür hatte. Ich habe sie hier, aber ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Du vergiftest und quälst Miloboer mit vergammelten Nahrungsmitteln und falschen Heilmitteln. Ich denke, du tust es mit Absicht. Was stimmt nicht mit dir? Wir nehmen mal Nummer 1. Warum mischst du dich in Dinge ein, die dich nichts angehen? Verdammt, der Alte muss schon wieder alles aufgegessen haben. Er verschlingt sein Essen immer schneller. Vielleicht geht es ihm besser? Es spielt keine Rolle. Du hast deine Aufgabe erfüllt, du kannst uns gehen, aber bevor du gehst, wo ist der Beutel mit den restlichen Münzen? Woher weißt du, dass noch Geld übrig ist? Du belügst ihn und behältst die übrigen Münzen für dich, nicht wahr? Du hast den alten Mann absichtlich um seine Münzen betrogen. Wir nehmen mal Nummer 1. Du weißt gar nichts über uns, aber du bist schnell dabei, ein Urteil zu fällen. Mein Vater ist ein gemeines und eifersüchtiges Monster. Er erträgt es nicht, dass er selbst nicht mehr auf die Jagd gehen kann. Er wird nicht zögern, das Haus und die Werkstatt jemand anderem zu hinterlassen, sobald ich ihm nicht mehr nützlich bin. Was für ein Vater rächt sich aus Eifersucht an seinen Erben? Ja, das stimmt. Zuerst habe ich meine Mutter verloren. Sie starb an einem Fieber, nach einem dämlichen Schnitt, den sie beim Bärensammeln zugezogen hatte. Mein Vater gab mir die Schuld daran und so habe ich ihn verloren. Er verlor sich immer mehr und mehr und hörte auf, sich um sich selbst zu kümmern. Miloboer ist selbst an seinem Zustand schuld. Selbst sein neues Handwerk war nicht gut genug, um sein bitteres Leben zu versüßen. Wenn du deinen Vater weiterhin betrügst und vernachlässigst, wirst du bald so verbittert werden wie er. Willst du das wirklich? Ich weiß nicht, wie tief euer Problem reicht. Manche Wunden können nicht geheilt werden. Ich werde mich nicht weiter einmischen. Deine Verachtung rechtfertigt nicht, was du diesem Mann antust. Miloboer wird von deinen unmenschlichen Taten erfahren. Wir nehmen mal Nummer 1. Nein, ich bin besser als das. Ich will nicht so enden wie er. Nimm die restlichen Münzen. Bring mir normales Essen und Kräuter und ich mache meine Arbeit hier fertig. Ich werde ihm keinen solchen Mist mehr zu essen geben, meine Güte. Eine gute Entscheidung. Bekämpfe Hass mit Güte. Ich bring dir, was du brauchst. Du bist endlich zur Vernunft gekommen. Ich dachte, du wärst verrückt. Ich bringe dir frische Vorrede. So schnell, wie du deine Meinung geändert hast, musst du schon eine Weile gezweifelt haben. Ich werde dir helfen. Mir gefällt 1 und 3. Ich glaube, wir machen ihm keinen Vorwurf. Okay. Breitenwegerich, der wächst jetzt hier im Winter nicht. Das kriegen wir alles hier. Jetzt müssen wir aber mal kurz schlafen. Ist natürlich nachts. Auch sehr interessant. Wir haben jetzt für die beiden Aufgaben ziemlich lange gebraucht, aber es hat mega Spaß gemacht, mir das anzugucken. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Wie weit müssen wir dann laufen? Das ist so eine Falle. Warum ist dir kalt? Du hast doch Wintersachen an. Hä, das kann aber nicht sein. So. Wir sind doch schon ziemlich weit weg. Tatsache. Ich dachte, eventuell hat sich das noch nicht. Da hätten wir fast nach Hause laufen können.
Was sind hier? Gehört das noch dazu? Moment, wir können doch auf die Karte gucken. Stimmt. Wir können ja jetzt sehen, wo wir bauen können und wo nicht, ne? Tatsächlich, das gehört da noch dazu, glaube ich. Ah, ja, da hätten wir wirklich eigentlich nach Hause fahren können, laufen können. Aber na gut. Oh. Da ist das Ende der Map. Das ist aber schade, dass man hier oben nicht bauen kann, weil das ist ziemlich szenisch. Hier ist eine Höhle. Ist das eine Mine? Ich sehe hier zumindest nichts, was ich anbauen kann. Kann man hier rein? Nee. Was haben wir denn hier durch Zufall gefunden? Also hier gibt es zumindest nichts zum Abbauen. Gibt es hier was zu looten? Nö. Wo sind wir denn hier auf der Map? Wir können hier auch nichts bauen, also es ist nicht so, dass wir hier eine Mine davor stellen können. In den Höhlen, das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, bricht irgendwie der Sound ab. Ich kann es mir nicht erklären. Wir kommen hier definitiv nicht rein, richtig? Bin schon in der Hocke? Nee. Hm. Sehr eigenartig. Was hat es mit dieser Höhle auf sich? Da. Feuer entzünden. Schlafen bis zum nächsten Tag. Guten Morgen. Warum hat denn der jetzt die Quest gewechselt? Das fand ich doof. Wir sind zurück nach Klonika. Ich glaube, die... War das pro Season, dass man flirten konnte? Oder war das pro Tag? Oh, pro Tag. Wann nicht mal Zuneigung verlieren? Okay. So. Wow, wir haben heute wirklich nicht viel geschafft, aber wir haben zwei Schweine gekauft. Du bist das mit dem Essen, ne? Ja, ein Warzenbrot? Wie? Ein Weizenbrot? Ein Haferschleim, so viel kann ich mir mehr... Stimmt. Ah, das ist ja ärgerlich. Dann machen wir tatsächlich jetzt erstmal das. Dann gehen wir noch nach Piestovia. Denn wir brauchen sowieso Tierfutter. Schau an, wen wir hier haben. Unseren neuen Unruhestifter. Bist du stolz auf dich? Was meinst du damit? Wie bitte? Ich habe nichts Falsches getan. Immer mit der Ruhe, werte Frau. Du verwechselst mich eindeutig mit jemandem. Das nehmen wir. Schluss damit. Schluss damit. Ich weiß, dass du einigen unserer Leute geholfen hast. Aber das gibt dir nicht das Recht, die Regeln des Anstands zu brechen. Hä? Was hast du dir dabei gedacht, meinen Sohn derart viel Schnaps in den Mund zu schütten? Mein armer Junge. Er ist der Erbe unseres Dorfes. Und du hast ihn zum Gespött der Leute gemacht. So schlimm ist es nicht. Wir haben niemanden gestört.
Es tut mir wirklich leid, ich wollte seiner Reputation nicht schaden. Er ist ein erwachsener Mann und du reagierst über. Außerdem war es seine Idee, überhaupt etwas zu trinken. Uff. Nummer 2, wir entschuldigen uns mal. Deine Worte haben keine Bedeutung für mich. Es gibt keine Entschuldigung dafür, mein Kind vom rechten Weg abzubringen und ihm Alkohol anzubieten. Jaropelk wollte nur darüber reden, wie er dem Erbe seines Vaters in so schwierigen Zeiten gerecht werden soll. Wenn du vielleicht zugänglicher für ein Gespräch wärst, wie kannst du es wagen, dich in unsere Familienangelegenheiten einzumischen? Das stimmt, das machen wir wirklich sehr, sehr viel. Also generell. Kennst du keine Gnade? Musst du diese alte Wunden aufreißen? Mein Sohn muss nach vorne schauen, nicht zurück. Jaropelk war längst über den Tod seines Vaters hinweg. Und doch musstest du dich einmischen. Du hast aufgewühlt, was ich längst beruhigt hatte. Ich würde nicht sagen, dass er darüber hinweg ist. Ich wollte mich nicht einmischen. Wie bitte? Kennst du deinen eigenen... Nummer 1. Sei still! Was du getan hast, wird unserem Haushalt erneut Schmerzen bringen. Er hat wieder etwas über den Wald gemurmelt. Ich bin sicher, dafür bist du verantwortlich. Er ist diesen Pfad viele Male gegangen und hat dort nichts gefunden als Bedauern. Der Junge sollte seine eigenen Entscheidungen treffen, ohne dass sich andere einmischen. Sein Vater ist tot. Und ihr solltet euch alle auf die Lebenden konzentrieren, nicht die Toten. Damit hat sich das Ganze erledigt. Bitte entschuldige, ich habe es nicht böse gemeint. Ich bin nicht dein Kind, Vibe. Schrei mich nie wieder an. Ich werde jetzt gehen. Wir entschuldigen uns nochmal. Ja, lass mich da mal rein. Na, hast du gut gekotzt? Du bist zurück? Und in recht guter Verfassung, wie ich sehe. Ich dagegen wühle mich, als hätte man mir den Kopf mit einer Axt gespalten. Mehrfach. Und du hast nicht zufällig etwas zu trinken dabei? Ein Tropfen genügt. Ich verdurste. Tut mir leid, ich habe nichts dabei. Mist, wenn wir jetzt einen Trinkschlauch dabei gehabt hätten, ne? Ach, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst Vorräte besorgen? Wir wollten uns auf den Weg in die Wälder machen. Ach, egal, ich finde unterwegs etwas. Ich würde alles dafür geben, mich noch ein wenig hinlegen zu können. Aber ich habe gehört, wie meine Mutter über dich hergefallen ist. Mein Kopf wäre fast zersprungen. Sie war wütend. Offensichtlich hat sie überreagiert. Aber so ist sie eben. Verschwinden wir von hier. Ich bin direkt hinter dir. Oh. Okay. Wir gehen jetzt anscheinend jagen. Und erzählen der Mutti nichts davon. Vielleicht landen wir ja jetzt in der Höhle. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum hier so viel Platz ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin übrigens auch mal gespannt. Wir gucken uns, wenn wir jetzt sowieso hier hinten sind. Ach ja, Jaropelk redet mit uns, sehe ich gerade. das kann ich jetzt leider so schnell nicht vorlesen. Nein, aber wir gucken uns mal da hinten die Häuser an vielleicht. Also, die Mutti ist ganz schön dominant und behandelt ihn immer noch wie ein Kleinkind. Und das geht ihm so ein bisschen um den Sack und schadet auch seiner Reputation selbst. So, hier sind doch Wildtiere. Was willst du denn? Willst du nicht Wasser trinken? Wir sollten auch mal was essen. Ach, du hältst an. Okay, cool. Was haben wir hier? Die nehmen wir schon mal mit. Die brauchen wir früher oder später sowieso. So. Ich hatte nicht viele
Gelegenheiten, mit meinem Vater Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Meine Mutter hat sich immer eingemischt. Johannes, glaube ich. Das hier ist der einzige Ort, an dem wir uns ein paar Mal unterhalten konnten. Es sind schöne Erinnerungen, aber eine sticht besonders hervor. Er erzählte mir, er hatte viele Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Als er die Hoffnung schon beinahe aufgegeben hatte, wurde ich geboren. Vater brach mit seinem sonst so verschlossenen Wesen und gestand, wie stolz und gleichzeitig voller Angst er war, als er hörte, dass seine Frau schwanger war. Es muss ein besonderer Moment für euch beide gewesen sein. Mein Vater würde sowas nie zugeben. Genauso habe ich mich auch gefühlt. Auf so etwas kann man sich wirklich nicht vorbereiten. Wir nehmen mal Nummer 1. Unsere Bindung wurde in diesem Moment stärker. Ich hatte ihn nie zuvor zweifelnd erlebt. Plötzlich waren wir nicht mehr zu unterschiedlich. Also entschied ich, so ein großer Jäger zu werden, wie er es war. Ich sog sein Wissen in mich auf, wenn meine Mutter nicht zusah. Bis zu dem Tag, an dem er verschwand. Dieser Ort ist etwas Besonderes für mich, auch wenn es hier gar nicht viel gibt. Ich war schon unzählige Male bei dieser Bank. Lass uns weitergehen. Geh voraus. Also wir gehen jetzt hier tatsächlich ziemliche Wege. Und da sind diese Häuser, von denen ich gesprochen habe. Und die sehen auch aus wie Ruinen. Vielleicht kann man da noch was rausholen. Was ist hier? Kann man hier auch was looten? Glaube nicht. Ich nehme mal an, das soll heißen, hast du das gehört? Genau wie ich vermutet habe. Gesetzeslose. Wir haben ihre Spuren schon vor einiger Zeit bemerkt. Einige unserer Jäger haben sie in den Wäldern entdeckt. Aber das? Sie haben ihr Lager im ehemaligen Versteck meines Vaters aufgeschlagen. Das ist inakzeptabel. Dann los. Ich will mich nicht zurückziehen, wenn wir so nah sind. Ich habe jahrelang keinen Fuß in die Hütte gesetzt. Ich würde mir nie verzeihen, mich nicht noch einmal darin umzusehen. Ich hoffe, du wirst nicht aufgeben. Wir haben kaum angefangen. Geh näher heran und versuche mehr zu sehen. Du bist der Fädenleser hier. Halte deine Waffe bereit. Ich zähle auf deine Hilfe. Das gefällt mir. Ich gehe nicht näher heran. Ich habe noch nie jemandes Blut vergossen. Außerdem nehmen Gesetzlose keine Gefangene. Aber du? Kommst du nah genug heran? Es muss etwas geben, das ich darin übersehen habe. Diese Gesetzeslosen können es nicht mit mir aufnehmen. Warte hier. Ich werde mir das Ganze näher ansehen. Bleib hier und halte mir den Rücken frei. Ich gehe rein und improvisiere. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Nummer 2. Ich werde auf dich warten. Lass dich nicht erwischen oder verletzen. Okay. Jägersinn, Jagdsinn haben wir ja schon. So, ja, ich weiß, wir sollen rückwärts gehen, damit wir sehen können, was sie machen. So eine Axt auf dem Kopf, die muss doch gut wehtun, Mensch. Oh, ich bin so gespannt auf das Update, was kommt. Waffen und Rüstung. Ja, block mal mit deinen Fäusten bitte eine Axt. Vor allem eine Kupferaxt. Ich habe ja die Hoffnung, dass das Update was Vernünftiges bringt an... Hä? Haut der ab? Hä?
Achso, Pfeile können wir auch blocken. Das finde ich ja interessant. Na also, es geht doch. So. Wir bleiben noch im P-Modus. Ich habe gesehen, die droppen ja trotzdem noch ihre Waffen. Das haben wir natürlich Glück gehabt. Die hatten nur Steinwaffen dabei. Hat irgendjemand zumindest einen Apfel? Sehr gut. Und mehr Käse. Ich liebe Käse. Ist auch ein Messer. Vor allem liebe ich Käse in diesem Spiel. Denn Käse bringt Geld. Und zwar einiges an Geld. So, jetzt kommen wir aus P-Modus wieder raus. Kurz mal einen Apfel essen. So. Achso, durchsuche die Hütte. Dann gehen wir doch wieder in P-Modus rein. Vergifteter Bronzepfeil, da gibt es bestimmt gut Geld für. Stroh, ja, warum nicht? Hey! Frank, hast gesehen? Ich habe das Brett gefunden. Ich habe es mitgenommen. Jetzt hoffe ich nur, dass es nur eins war. Nein, da ist noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Na. Ich glaube, jetzt habe ich alle Bretter. Hoffe ich. Das gefällt mir. Kann ich die Kiste hier nicht looten? Ups. Nee, Kiste anscheinend nicht. Okay. Was haben wir denn hier noch? Bretter. Rostige Eisenaxt. Das ist bestimmt das, was wir suchen. Hier oben noch. Oh, ist hier oben noch irgendwas? Da ist noch ein Bogen. Das finde ich cool. Das war echt cool. Also, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich das nicht erwartet habe, dass mal hier so was versteckt wurde. Sehr, sehr, sehr cool. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ich jetzt noch was vergessen habe. Es ist tatsächlich möglich, dass dem so ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Spielzeugschwert, das nehmen wir mit für die eventuellen Kinder, die wir irgendwann mal im Dorf haben. Metflasche, Metflasche. Hatten die eigentlich auch einen Stash? Achso, und das gehört dazu. Da oben sehe ich doch noch eine Kiste und ich... Ah, jetzt hätte ich mir noch vorstellen können, dass da noch was ist. Da ist doch auch Stroh. Wie kommen wir denn da ran? Ach, von außen. Natürlich, es ist nicht alles so kompliziert, wie ich das denke. Hier nehmen wir noch zwei Bretter mit. Eieiei, das hat sich ja echt gelohnt hier. So, was habe ich noch vergessen? Ich glaube nichts. Ich hoffe, ich habe jetzt tatsächlich alle Bretter mitgenommen. Und einen anderen Loot natürlich auch.
So. Mein Gutster. Bitteschön. Es ist eine Erleichterung, dass du in einem Stück zurück bist. Es tut mir, es ist mir egal, ob sie leben oder tot sind. In beiden Fällen würde ich sie nicht gerne aus der Nähe sehen. Okay. Hast du irgendwas über den Unterschlupf in Erfahrung bringen können? Nichts Ungewöhnliches, bis auf eine Sache. Im oberen Teil der Hütte war eine rostige Axt versteckt. Zeig sie mir. Die sieht aus, als hätte sie einiges mitgemacht. Damit meine ich nicht Holzhacken. Siehst du? Genau hier. Am Griff. Das sieht aus wie Blutspuren. Aber es ist schwer mit Sicherheit zu sagen. Dieses Werkzeug ist sehr rostig. Aber da ist ein Symbol. Es ähnelt einem Schwein. Oder eher einem Wildschwein. Die Axt muss eine Weile dort gelegen haben. Das Symbol ist fast unsichtbar. Gehörte diese Axt deinem Vater? Ist das eine Waffe der Gesetzlosen? Wir fragen mal die Nummer 1. Glaube nicht, aber sie kommt mir sehr vertraut vor. Unsere Holzfäller benutzen ähnliche Werkzeuge. Der einzige, der diesen Ort außer meinem Vater besucht hat, war sein Freund, Nidan. Aber der würde lieber seinen Arm als seine Axt verlieren. Das ist seltsam. Ich habe während meiner Erkundung immer wieder in diese verlassene Hütte hineingeschaut. Ich nehme an, ich war wohl nicht aufmerksam genug. Oder jemand hat sie erst kürzlich dort abgelegt. Ich muss darüber nachdenken. Es gibt einen letzten Ort, den ich besuchen möchte, bevor wir uns auf den Rückweg machen. Komm mit mir. Okay. Wir brauchen den P-Modus nicht mehr. Ich bin tatsächlich lieber im Third-Person-Modus hier unterwegs. Erstens sieht man da mehr und zweitens gefällt mir das irgendwie auch besser, so über die Schulter. Nur halt, wenn wir direkt schießen, dann gehe ich lieber in den First-Person-Modus. Seta, ich habe das schon gewusst, dass wir jetzt irgendwie an dieser komischen Höhle ankommen. Ich habe das irgendwie im Urin gehabt. Sag mal, wir haben jetzt mit den 2 Aufgaben 2 Tage verballert. Und wir haben noch ein ganze 2 Dörfer abzuklappern. In Ordnung, da sind wir. Was ist denn an diesem Ort so interessant? Er hat mit meiner letzten Erinnerung an meinen Vater zu tun. Das hier ist der letzte Ort, den wir zusammen besucht haben, bevor er gestorben ist. Es war ein besonderer Moment, denn er entschied, ein paar Geschichten aus seiner Jugend mit mir zu teilen. Glaub mir, er hat seine Vergangenheit fast nie erwähnt. Zurückhaltender Mann, der er war. Aber dieses Mal erwähnte er, was er und Nidan getan hatten. Sie hatten Schmugglerware versteckt. Alles, auch Felle, Geweihe, Pakete mit Trockenfleisch, Pfeile und Met. Vor allem wollten sie nicht, dass der Kastellan ihre Vorräte in seine gierigen Klauen bekam. Die Versorgungsknappheit scheint viel weiter in die Vergangenheit zu reichen. Oh, jetzt habe ich einen übersprungen. Wir denken uns jetzt einfach irgendwas, was sie da gesagt haben. Vielleicht hast du recht, so habe ich das hier noch nicht gesehen. Ich kenne sie nur als erfahrene Männer, aber sie mussten ihre Erfahrungen erst sammeln. Sie mussten von ihren Fehlern lernen, kindische Dummheit begehen. Aha. Vater war eventuell auch sehr jung, als sie das gemacht haben. Genug in Erinnerung geschwelgt. Sehen wir uns um. Ich war schon mehrere Male in dieser Höhle, ohne Erfolg. Du könntest sie ein letztes Mal untersuchen, während ich mich hier draußen umsehe und Wache halte. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Wir waren doch da schon drin. Ich habe die Vorahnung. Dass es hier jetzt anders aussieht. Okay, jetzt ist hier auch Zeug. Vielleicht sollten wir... Ich habe das Gefühl, jetzt können wir eventuell da durch. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal auf diesen Knüppel wechseln, anstelle von der Axt. Ja,
Ah, da ist wieder dieser Soundbug. Ich will mal ganz kurz gucken. Der Knüppel, Stachelbesetzer Knüppel macht 45 Schaden und die Kupferaxt 35. Gut, dann nehmen wir die jetzt immer als Notfallding. Wer bist denn du? Also looten kann ich dich auf jeden Fall nicht. Da ist noch ein Brett. Oh. Weißt du, Frank, das Problem mit den Brettern ist, das sieht immer so ein bisschen aus, als ob das so Wege sind. Und deshalb laufe ich da mal drüber hinaus. Das ist mir bislang nicht aufgefallen. Oh, wir sind ziemlich überladen. Vielleicht machen wir gerade mal Säckchen aus dem Leder. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. So, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er vorhin absolut gar nichts lag. So, was haben wir denn hier? Die Hülle, die sich vor deinen Augen ausbreitet, heißt dich mit einem üblen Geruch von Fäulnis und Urin willkommen, der in der Nase brennt. Der Anblick, der sich dir bietet, ist ein vollkommenes Durcheinander, als hätte hier ein großer Kampf um das Leben von jemandem oder etwas stattgefunden. Du beschließt zurückzutreten, hier gibt es sonst nichts mehr. Plötzlich unterbricht ein ersetzliches Heulen deine Gedanken. Deine Anwesenheit ist bemerkt worden und derjenige, der sie bemerkt hat, ist nicht weit weg. Mach dich für die Begegnung bereit. Okay. Ich wollte doch mal... Nee, die Fackel machen wir aus, sonst kommt da nicht. Oh, das sind mehrere. Das sind mehrere. Das habe ich nicht erwartet. Wo ist der? Ih, der kann mich durch... Ah, der hat mich durch den Boden dadurch erwischt. Warum stehen da jetzt zwei Leute? Ah, das geht nicht, ne? Und schon geht das Gebuckel los. Moment, wir machen es anders. Ach, das ist auch eine Zweihandwaffe. Ach, das ist ja doof. Deshalb haben wir bestimmt auch den Knüppel gefunden. Ich sehe hier gar nichts. Zum Glück... Zum Glück reagieren die Wölfe gerade nicht. Was ist denn der? Viel mehr Angriff halte ich nicht aus. Uff. Waren das alle? Ja, okay, gut. Eieiei, das war jetzt aber wirklich knapp. Deshalb haben wir auch den Knüppel gefunden. Damit wir... hier was sehen können dabei. Ich wollte eigentlich mit dem Speer drauf. Der macht nämlich tatsächlich mehr Schaden. Vielleicht sollten wir uns Speere bauen. Anstelle von der Axt. Ich war aber hier eigentlich noch gar nicht fertig mit Loot. Jawohl. Dann sind wir nämlich jetzt auch schon wieder geheilt. Zwar nicht ganz, aber so ein bisschen. Was haben wir hier noch? Ein Kupfermesser. Ich habe übrigens mein Inventar... Ah, Scheibenhonig. Ich habe mein Inventar geleert.
Gehen wir jetzt doch wieder in P-Modus. Das ist leer. Da ist noch ein Apfel. Sehr gut. Sich hier irgendwo noch was versteckt. Also da oben müssen wir noch hoch. Bronzespitzhacke, das finde ich gut. Das spreche ich jetzt auch gerade noch mal kurz an, bevor wir die Folge dann beenden. Wir können noch keine Bronzespitzhacke bauen, also keine Kupferspitzhacke, die gibt es einfach nicht. Und die müsste hier kommen. Genau da kommen wir dann in das Bronzezeitalter. Die Steinspitzhacken, da muss man halt ziemlich viel mitnehmen, ne? Gut, dann sind wir ja durch. Dann können wir... hier mal hin und gucken, mit wem er sich da unterhält. Lemek. Semko. Was? Danke. Ich danke dir, mein Freund. Was würden wir ohne deine Hilfe machen? Diese Biester hatten sich schon tagelang in unserer Höhle eingenistet. Seid ihr auf der Flucht? Was macht ihr hier? Seid ihr Flüchtlinge? Das ist kein Ort zum Leben. Ihr seht wie gewöhnliche Räuber aus. Wer seid ihr? Nummer 2. Flüchtlinge? Na, nicht mehr. Unsere Höhle ist wieder sicher. Und du hast recht, dieser Ort ist nichts für einfache Leute wie euch. Ich bin sicher, irgendwo auf deinem Hof wird deine Hacke kalt. Geh besser zurück und wärm sie auf. Pass auf, was du sagst. Stell dich vor, sofort. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden. Wer seid ihr? Wage es, meine Geduld weiter auf die Probe zu stellen. Wir nehmen mal Nummer 2. Entschuldige meine forschen Worte und Manieren. Ich heiße Zemko. Und das ist mein mörrischer Bruder Lamek. Wir sind nichts weiter als friedliche Einsiedler, die friedlich in den Tiefen der Wälder leben, fern vom Getümmel der Dörfer. Wir sind dankbar für deine selbstlose Hilfe, aber natürlich gibt es nichts umsonst, wie meine werte Mutter zu sagen pflegte. Ach, mein Boy ist heute nicht gut drauf. Nimm dieses Bronzestück. Wir haben keine Verwendung für hübsche Dinge wie dieses. Das ist ein interessantes Stück. Oder woher hast du es? Wir haben es unter einem Haufen Steine gefunden. Verfangen in ein paar vergammelten Lumpen. Da ist sonst nichts, das eure Zeit wert wäre. Okay. Jetzt, da du deine Belohnung hast, lass uns in Ruhe. Verschwindet ihr zwei. War mir ein Vergnügen. Ich bin schon weg. Wir schicken sie weg. Moin. Was wollten sie von dir? Auf ihre etwas eigene Art und Weise scheinen sie dankbar dafür gewesen zu sein, dass ihre Höhle wieder sicher gemacht wurde. Vor allem meine Geduld auf die Probe stellen, wie es scheint. Ich habe kein einziges Wort verstanden, das aus ihren faulzähnigen Mäulern kam. Nummer 1. Ich habe gesehen, dass sie dir etwas Kleines gegeben haben. Was war es? Nichts Besonderes, nur eine alte Anstecknadel aus Bronze, die noch dazu etwas angelaufen ist. Sieh sie dir an, wenn du willst. Diese Form, das ist nicht möglich. Das ist das Symbol unserer Dorfvorsteher. Seit Generationen haben sie es auf der Brust getragen, bis mein Vater verschwunden ist. Wir haben Besitz der einzigen Anstecknadel, von der ich weiß. Das bedeutet... es muss seine sein. Woher haben sie sie? Was haben sie mit ihm gemacht? Der Gesprächige von ihnen hat einen Haufen Steine erwähnt. Er meinte, sie haben die Nadel dort vor kurzem gefunden. Und dass sie keinen Wert für sie hat. Wir müssen danach suchen.
Vielleicht liegt unter den Steinbrocken noch etwas anderes. Sehen wir uns das Ganze genauer an. Ich glaube, was wir finden, könnte dich nicht glücklich machen. Das fürchte ich auch, aber ich liebe Schatzsuche. So, liebe Rattenhorde, ich muss jetzt hier einen Bruch machen. Wir teilen das Ganze in zwei Teile auf und machen genau hier in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin RedBoy3k, schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!